Die Faschisten beherrschen unseren Staat mit Duldung einer Mehrheit. Ihr Regime hat unseren Rechtsstaat gebrochen. Es hat unseren Föderalismus ausgehebelt, es hat die Bundestagswahl gefälscht und terrorisiert immer mehr Kritiker mit Polizeigewalt. Es hat einen Großteil der Medien gleichgeschaltet, direkt über politische Gremien oder indirekt über Werbe- und Subventionszahlungen. Das Regime hat eine Pandemie erfunden, um unsere Freiheitsrechte mit seinen Schutzmaßnahmen abzuschaffen und unseren Alltag unter Erlaubnisvorbehalt zu stellen. An unseren Schulen und Universitäten foltert es unsere Kinder in die totale Unterwerfung. Dieses Regime hat Gas- und Atomstrom verknappt, um künstlich eine Energiekrise zu erzeugen. Den russischen Angriff auf die Ukraine hat es genutzt, seine Tat als Solidarität zu inszenieren. Die wirtschaftlichen Folgen seiner Verbrechen dürfte dieses Regime in Kürze nutzen, uns Bürger dauerhaft abhängig zu machen von staatlicher Alimentierung. Dazu wird es die Palette seiner sogenannten Finanzhilfen wohl stetig ausbauen und sie aller Voraussicht nach als bedingungsloses Grundeinkommen zusammenfassen. Den Papiereuro hat es über die Europäische Union bewusst in die Wertlosigkeit gesteuert. In Kürze dürfte es ihm digitales Zentralbankgeld nachfolgen lassen. Mit ihm wird das Regime erstmals direkt die Finanzen und damit das Verhalten jedes einzelnen Bürgers steuern können. Jeden weiteren Tag unserer Duldung werden die Faschisten nutzen, ihr Regime zu stärken. Von unserer Freiheit, von unserem Wohlstand und von unserem Frieden wird wenig bleiben. Dieses Regime, seine Funktionäre, seine Vollstrecker mit und ohne Uniform und seine vielen Mitläufer unternehmen es vor unseren Augen, unsere verfassungsmäßige Ordnung abzuschaffen. Wenn wir aber endlich Widerstand leisten, friedlich und kompromisslos, haben diese Faschisten keine Chance. Darum lächelt friedlich, sagt Nein und verweigert jeden Gehorsam, jede Maske, jeden Nachweis. Nehmt alle Konsequenzen hin. Denn was immer dieses Regime euch nehmen mag, es ist unendlich besser als die Zukunft, die es uns andernfalls bringen wird.